Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem Video von der Straße. Endlich mal wieder ein Video. Ich bin gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Der ein oder andere hat es ja mitbekommen, ich wohne mittlerweile in Münster. Bin mit meiner Freundin nach Münster gezogen, weil die hier ihre Heimat verbindet und sich in Meerbusch nicht so wirklich wohlgefühlt hat. Und da einige Freundschaften so ein bisschen weggebrochen sind, bin ich jetzt tatsächlich im Münsterland beheimatet. Und bin auf jeden Fall hier schon so ein bisschen angekommen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Allerdings muss ich auch sagen, ich würde diesen YouTube-Kanal gerne ein bisschen mehr befeuern. Ich würde gerne euch ein bisschen mehr Content liefern, euch ein bisschen mehr mitnehmen, vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen. Aber ich hänge momentan in so einer, ich sag mal, Winterdepression fest auf der einen Seite, weil ich... Ich meine, mittlerweile wird es abends schon ein bisschen, bleibt es länger hell, was auf jeden Fall schön ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mit dieser Jahreszeit nicht viel anfangen. Und ich merke selber, ich bin jemand, ich verschließe mich im Winter immer mehr und bin auch ein bisschen grummeliger. Ich werde auch grummeliger. Das tut mir auch leid. Weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass momentan auf Twitch jeder meint, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen zu müssen. Und alles wird irgendwie kritisiert, egal was es ist. Und sobald einer, was weiß ich, das macht und dies macht und hier macht und da macht, wird aufgeschrien bis zum geht nicht mehr. Es wird ein riesen Terz draus gemacht. Verstehe ich nicht. Geht mir auch auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich versuche auch bewusst so einmal in der Woche so die wichtigsten Nachrichten irgendwie zu lesen, weil mir das einfach zu viel wird, weil mir das einfach auch ein bisschen, ich sag ganz ehrlich, auch ein bisschen zu anstrengend ist. Jedes Mal Scheiße hier, Kacke da und weiß nicht alles. Das geht mir richtig auf den Zwirn. Das geht mir richtig auf den Sender. Und du musst zu allem sollst du ein Statement abgeben und pipapo. Beste Beispiel. Ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen. Ich möchte so ein bisschen mehr Richtung Wildtierfotografie gehen, möchte so ein Jahresprojekt für mich machen, zusammen mit Sasan Amir, einem professionellen Wildtierfotografen, wollen wir uns durch Deutschland bewegen und wollen versuchen, alle möglichen Wildtiere mal vor die Kamera zu bekommen und wollen euch das Ganze präsentieren. Und dieses ganze Projekt motiviert mich, gibt mir Energie, gibt mir Kraft. Und ich war mit ihm zusammen unterwegs, wir haben versucht, ein Uhu zu fotografieren, abzulichten. Wir haben ihn mehrmals gesehen. Und ich war Montag und Dienstag war ich die ganze Zeit unterwegs. Wir waren im Wald von morgens bis abends. Wir haben versucht, das Tier zu sehen. Ich habe mir noch wahrscheinlich einen Ermüdungsbruch zugezogen. Und auf einmal werde ich auf Instagram von irgendwelchen Leuten, die mich noch nie angeschrieben haben, angesaugt, warum ich als Influencer, ich bin ja auch gerade die Spitze des Eisberges, warum ich nicht hingehe und für die Türkei und für die Opfer in der Türkei Spenden sammle, warum ich keinen Spendenaufruf mache, wie asozial ich denn wäre und bla bla bla. Aktueller Zeitpunkt zu dem Stand, ich wusste davon noch nicht mal was, weil, wie gesagt, ich war im Wald, ich habe bewusst mein Handy beiseite gelassen, habe meiner Frau geschrieben, hey, mir geht's gut, ne? Ich lebe noch und bin auf dem Weg nach Hause und habe davon gar nichts mitbekommen, weil läuft auch kein Radio, ich höre meine Musik, irgendwie gute Laune. So, aber ich werde angesaugt, weil ich so einen Scheiß nicht mache und denke mir einfach nur, ey Leute, geht mir doch nicht auf den Sender. Ich mache schon Sachen, auf die ich Bock habe und mache auch Aufrufe. Und wenn ich einfach von ein paar Sachen einfach nicht mitkriege, wer seid ihr, dass ihr euch rausnehmt, irgendwie mich anzusaugen deswegen? Das finde ich richtig krass, so, wo ich mir denke, what the fuck, in was für einer kranken Scheißwelt leben wir eigentlich, wo man wirklich am Zahn der Zeit leben muss und für jeden Kack, also jetzt nicht die, ne, das Erdbeben in der Türkei ist kein Kack, aber man muss zu jedem Sabrali irgendwie Stellung beziehen, du spielst Harry Potter, die Leute kommen an, oh, wie kannst du so ein Spiel unterstützen? Dann machst du Werbung für Ankerkraut wieder. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, wieder Werbung für Ankerkraut zu machen, weil ich Ankerkraut geil finde. Ey, du machst das nur wegen der Kohle, du machst das nur wegen dem Geld. Nein, ich finde Ankerkraut geil. Ja, aber die sind mit Nestle zusammen und Nestle ist so böse. Ja, andere Konzerne sind auch so böse und alles Mögliche. Trotzdem finde ich das Produkt geil und benutze das Produkt und werbe auch für das Produkt. Ja, wie kannst du nur? Und. Es sind so viele Sachen, die einfach das Leben erschweren,
wisst ihr, ich gehe auch nicht im Supermarkt hin und sehe, oh, die hat jetzt gerade da irgendwie, was weiß ich, Nesquik da irgendwie aufs Band gelegt und halte erstmal eine Moralpredigt, außer die militante Veganerin. Aber mittlerweile muss man irgendwie, glaube ich, militant werden und irgendwas, du musst einfach gegen alles sein und musst für allen Scheiß, musst du in die Bresche springen und musst für alles so wirklich militant, radikal werden. Und ich habe eine Meinung und meine Meinung ist, radikal, egal auf welcher Seite, ist nie gut. So. Wenn man zu extrem ist, ist es nie gut. So. Und dann geht mir einfach auf den Sender. Und das zieht mich auch runter. Das demotiviert mich, YouTube-Videos zu machen. Hinzu kommt, ich habe es eben gesagt, ne, dadurch, dass so ein bisschen der Freundeskreis so ein bisschen weggebrochen ist, ist es halt auch schwierig, einen Content zu kreieren, den ich sehr geil finde. Ich habe zum Beispiel Twiles, Fickt euch ihr Hacker, als Beispiel, ob du behindert bist, der ODBB. Das waren Projekte, die ich sehr cool gefunden habe, die sehr viel Spaß gemacht haben, wo man in einer Gruppe war, wo man eine Dynamik hatte, wo man gemeinsam Blödsinn machen konnte. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das vermisse ich jetzt gerade. Das vermisse ich richtig, richtig stark. Und das würde ich mir wünschen. Aber es ist auch schwer, eine neue Gruppe quasi zu erstellen, zu finden, aufzubauen. Gerade in diesem Bereich. Das ist etwas, was mir sehr schwer fällt. Und alleine, ja, ich habe früher damals, in ganz jungen Jahren, habe ich frei für alle gespielt und kommentiert und so. Ja, das war schön, aber das kann ich nicht mehr. Und ich würde gerne ein bisschen mehr Content liefern, auch Tauchreisen. Es geht mir auch ein bisschen auf den Sender mit den Tauchreisen, sage ich auch offen und ehrlich. Ich bin momentan dabei, das so ein bisschen wieder zu starten, wieder ein bisschen aufzubauen. Aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, auch da ist für mich ein Problem, weil das, was ich machen möchte, kann ich nicht so machen. Auf der einen Seite möchte ich euch eine Qualität bieten. Das heißt, wenn ihr mit mir eine Reise macht, eine Tauchreise macht oder so, dann sollt ihr für das Geld, was natürlich auch nicht gerade wenig ist, wofür Leute hart arbeiten gehen, viel sparen, dann sollt ihr auch was dafür bekommen. Und es geht jetzt erstmal prinzipiell nicht um mich, dass ich dann irgendwie da neben euch sitze und euer Bein streiche und sage, ne, ist alles schön, sondern es geht darum, dass alles drumherum passen muss. Das heißt, es muss schon vom Service mit der ersten E-Mail oder mit dem ersten Anruf muss schon Qualität dabei sein. Das heißt, ich möchte gerne ein Unternehmen haben, ein Reisebüro haben, einen Reiseveranstalter haben, der euch bestmöglichst berät, wenn ich es nicht mache, und euch alle eine vernünftige Reise anbietet. So, dann sollt ihr einen vernünftigen, wie ihr da hinkommt, ist jetzt endlich mal scheißegal. So, aber dann sollt ihr ein vernünftiges Hotel oder ein vernünftiges Schiff haben, eine vernünftige Crew. Das muss alles stimmig sein, das muss alles solide sein. Und es sind so viele kleine Baustellen, die das Ganze so schwierig machen, plus dann noch irgendwelche Leute, die dann erzählen, na, der Krieger hat sich für uns gar keine Zeit genommen, was so Bullshit ist. Also auf jeder Tauchreise war ich immer bei den Leuten, man konnte mit mir reden. Ja, es gab Momente, wo es ist auch normal, glaube ich, wenn man mit seiner Freundin, und für mich ist das zwar eine Tauchreise, das ist auch ein bisschen Arbeit, aber es ist für mich auch Urlaub, wo ich halt auch mal Zeit mit meiner Frau verbringen will, weil die zahlt auch dafür und will auch, was weiß ich, ein bisschen Freizeit haben und auch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Und das ist klar, dass ich nicht die ganze Zeit das Beinchen von einem Abonnenten streiche, sondern auch mal das ordentliche Beinchen von meiner Frau, was mir auch mehr Spaß macht. Und wie man sich dann darüber beschweren kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, auf jeden Fall sind Reisen angedacht, geplant. Ich werde jetzt keine Tauchcamps machen in der Hinsicht, dass ich sage, wir machen irgendwie ein Anfängercamp. Ihr könnt dort einen Tauchschein machen, weil ich bin kein Tauchlehrer. Ich kann euch leider das Tauchen nicht beibringen. Meine Freundin ist zwar Tauchlehrerin, aber wenn sie mitkommt, dann ist das für sie Urlaub und sie soll dann nicht irgendwie da als Tauchlehrer arbeiten. So sehe ich das zumindest.
Und daher wird es wahrscheinlich sich an die Leute richten erstmal, die schon tauchen können. Und ich sag's euch, wie es ist. Ägypten geht mir momentan so ein bisschen auf den Zwirn. Meine letzten Ägyptenreisen zu guten Zeiten, also wirklich zu guten Zeiten, waren ein bisschen enttäuschend. Wenn ich euch eine Reise anbiete und ihr für diese Reise Geld zahlt, ne, da hat man eben das Thema, und ihr für arbeitet, solltet ihr auch was geboten bekommen. Und klar, auf der einen Seite, wenn das Schiff, die Crew und alles ist, es gibt noch einen großen Faktor und den kann man nicht beeinflussen, das ist die Natur. Und wir hatten bei der letzten Tour, die war echt, was die Unterwasserwelt angegangen oder was die Unterwasserwelt angeht, war es echt traurig. Es war mickrig. Wir hatten nur irgendwie zum Schluss irgendwie mal ein paar Haie irgendwie auf 55, 65 Meter irgendwie, was auch ziemlich krass ist, also erstmal so weit runter zu gehen. Also ich war auf, ich glaube, 53 Meter war ich und habe unten die Haie gesehen und war ziemlich tief. Das war jetzt nicht so pralle. So, Delfine mal so am Horizont, aber auch nicht im Wasser. Und da denke ich mir, hey, dann mache ich doch lieber, was weiß ich, 200, 300 Euro mehr, nehme die Malediven, habe ein bisschen wärmeres Wasser, was ich geil finde, habe ein bisschen weniger schöne Korallen, aber habe wesentlich mehr Großfisch. Ich bin halt ein Großfisch-Fan, wisst ihr? So, oder dass man irgendwie sagt, okay, man macht ein bisschen, und das soll vielleicht dieses Jahr angegangen werden oder Anfang nächstes Jahr Bali. Da bin ich jetzt gerade dabei, Kontakte aufzubauen. Müssen wir mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Einfach, dass ihr mal so seht, was hier oben so alles in diesem Kopf rumwuselt. Da sind viele Projekte, viele Ideen, die da drin sind. Sowohl Wildtierfotografie als auch das Tauchen wieder ein bisschen mehr. Aber ihr merkt auch schon, ich möchte gerne mehr Real-Life-Content bringen. Ich möchte auch gerne, ich habe jetzt ein geiles Fahrrad bekommen von Fitbikes. Das steht momentan noch leider im Kellerchen, weil ich momentan noch nicht dazu gekommen bin. Das werde ich euch auch noch vorstellen. Da werde ich auch noch ein schönes Video zu machen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es machen möchte. Und dann natürlich aus Münster, der Fahrradhauptstadt gefühlt. Und das ist wirklich krass. Also wenn ihr... Ich komme aus einer Großstadt. Ich komme aus Düsseldorf. So, jetzt wird der Kölner wird sagen... So, Landeshauptstadt. Beiseite. So. Aber ne, ich komme aus Düsseldorf und ich würde mal sagen, ich bin Verkehr gewohnt. Ich habe jetzt kein Problem mit hupenden Autos, Verkehr und hast nicht gesehen. Münster, nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber so eine ganz andere Hausnummer. An einem schönen warmen Tag, als wir in Münster unterwegs waren, jetzt vor ein paar Tagen, erstmal gesehen, wie viele Leute in Münster Fahrrad fahren. Ja, es ist die Fahrradhauptstadt. Ey, das wird geisteskrank, ich schwör's euch. Alleine die Livestreams, ihr werdet denken, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also es ist wirklich ganz anderes Level. Aber freue ich mich drauf. Wie gesagt, Fahrrad will ich euch vorstellen, Fahrradstreams sollen kommen, Wildtierfotografie soll kommen. Ich würde gerne eine Tauchreise, soweit ich da irgendwas weiß, das wird aber noch ein bisschen dauern, werde ich euch informieren. Ja, das ist momentan so, was mich beschäftigt und auch, was mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mitschnubbelt irgendwie so am Stüsseli-Disseli. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meinem Opa, der ist vor vier Tagen, ist der gute Mann 89 Jahre alt geworden. Da wird es auch ein Video zu geben, denn ich habe mich dazu entschlossen, heute, ich habe hier die Kameraausrüstung dabei, ich werde heute mit meinem Opa ein Video machen, wo ich so ein bisschen mit ihm Fragen abarbeite, die ich euch gestellt habe. Ihr hattet die Möglichkeit über Instagram oder über Twitter mir Fragen zu stellen, die ich an meinen Opa stelle. Waren sehr, sehr coole Fragen mit dabei. Und da werde ich den gleich mal so ein bisschen interviewen, auch dass ich noch mal ein schönes Video von meinem Opa als Erinnerung habe. Der ein oder andere hat es ja mitbekommen. Er hatte letztes Jahr, haben wir die Diagnose bekommen, Krebs bei meinem Opa.
Er hatte Prostatakrebs und ich muss sagen, die Operation und so, ne, wenn man so die erste Nachricht bekommt, hey, dein Opa hat Krebs, ey, da ist für mich nicht eine Welt zusammengebrochen. Ich habe geweint, aber ich war einigermaßen, ich sage bewusst einigermaßen gefasst, weil mein Opa, wie gesagt, zu damaligen Zeitpunkt 88 Jahre alt war. Der hatte ein ordentliches Leben, ein hartes Leben, hat dafür aber gekämpft und hat ein stolzes Leben geführt. Und 88 Jahre ist auch ein stolzes Alter. So, und habe gesagt, ey, das Einzige, was ich nicht möchte, und das ist auch weiter mein Gedanke, ich möchte A nicht, dass mein Opa Schmerzen hat. Ja, das Bein macht, zieht ein bisschen nach irgendwie. Warum? Weil der alte Mann sich leider zu wenig bewegt. Und da merkt man leider ganz klar, wer rastet, der rostet. Deswegen möchte ich mich auch ein bisschen mehr bewegen. Und auf der anderen Seite, er soll klar im Kopf sein. Und das ist noch so einigermaßen der Fall. Das werdet ihr sehen in dem Video. Ne, der ist noch fit im Köpfchen. Der macht noch seine Späßchen. Ja, der vergisst auch mal ein paar Sachen. Das darf man in einem gewissen Alter, darf man das auch. Aber da bin ich sehr dankbar für. Und er hat sich, und das werdet ihr sehen, wenn ihr das Bild, das könnt ihr jetzt mal gerne machen, geht mal bitte auf Instagram und schaut euch das Bild an, was ich vor ein paar Tagen von meinem Opa und mir hochgeladen habe. Das war ein Bild aus der Zeit, wo ich das erfahren habe, dass er Prostatakrebs hat. Und man sieht richtig, wie sein Gesicht so ein bisschen eingefallen ist. Er sieht einfach auf dem Bild krank aus. Und wenn man ihn jetzt sieht, und das, ne, da freue ich mich, euch das Video auch zeigen zu können, da sieht man einfach, dass es ihm wesentlich besser geht, dass er fitter ist, dass er vitaler ist und dass er wieder mehr Energie hat. Und das ist, finde ich, auch sehr, 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 sehr schön. Und ja, da freue ich mich drüber. Und das ist etwas, worüber ich euch heute berichten wollte. Auch, dass so ein Video mal eine positive Message hat. Auch eine schöne Erinnerung. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Nutzt diese Zeit. Weil die kann so schnell vorbei sein. Und ganz ehrlich, hört auf, euch mit so viel Scheiße, so viel negativer Kacke zu belasten. Haut die Scheiße von euch weg. Macht es einfach, dass ihr wichtige Dinge, wirklich wichtige Dinge schätzen lässt. Oder schätzen. Einfach wichtige Dinge schätzt. Ja, so eine J.K. Rowling, die transphob ist und sowas unterstützt. Da kann man mal sagen, hey, das ist nicht in Ordnung und gut ist. Aber ganz ehrlich, wir werden diesen Menschen nicht ändern. Wir werden, ob wir Harry Potter spielen oder nicht, wir werden diesen Menschen nicht ändern. Dieser Mensch hat diese Meinung und hat dieses Denken. Und dieses Denken und diese Meinung ist leider krankhaft falsch. Man kann sagen, man kann damit nichts anfangen und so. Ich muss auch sagen, mir geht das mittlerweile so ein bisschen auf den Zwirn. Was weiß ich, bei Twitch, ich kriege da eine Umfrage, was weiß ich, welcher sexuellen Orientierung ich angehöre oder wie ich mich selber sehe, welches Pronomen ich benutze und. Und ich denke mir teilweise, das habe ich noch nie gehört. Also, na klar, asexuell, bisexuell, homosexuell, lesbisch, heterosexuell, alles cool. Ich wusste nicht, was quer ist. Was ist quer? So, und ganz ehrlich, wenn da draußen einer quer ist, dann ist der quer. Und wenn der sich an einem Baum reiben möchte, dann reibt er sich an einem Baum. Dann lass ihn sich an einem Baum reiben. Du musst nicht hingucken. Und du musst auch nicht der Baum sein, hoffentlich. Wisst ihr, wie ich das meine? Einfach mal locker durch die Hose atmen. Und nicht alles so verbissen und ernst sehen und irgendwie, keine Ahnung. Wir machen uns das Leben schon eh zu schwer. Warum? Warum? Warum können wir das Leben nicht einfach wesentlich mehr genießen? Weil das Leben ist scheiße. Und ja, die Menschheit wird irgendwann aussterben, weil wir so scheiße mit dem Planeten umgehen. So, da müssen wir alle, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. So.
Aber irgendwann wird die Erde sagen, ey, weißt du was, diesen Parasit, Mensch, machen wir mal die neue Eiszeit, alle verreckt, wir bauen uns neu auf. Mahlzeit. So? Aber wir wollen uns ja als die Spitze des Universums sehen und als, was weiß ich nicht. Wir sind hier zu Gast. Boah, und jetzt fahre ich mit meinem Diesel, fahre ich jetzt weiter zu meinem Opa. Weil wenn ich dir diesen Diesel verkaufen würde, dann wird den irgendeiner in Afrika oder hier einfach weiterfahren, weil der wird nicht verschrottet werden. Direkt das nächste Thema, direkt wieder. Ah! So! Habe ich noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Das war das Wort zum, ich weiß noch nicht mal, weil ich das Video hochlade. Das Wort zu heute. Wichtige Message. Macht es wie Papa Platte. Liebt eure Familie. Tschüss!